wir haben ja mit VC Trade sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Schuldscheingeschäft. Und da lag es dann einfach nahe, diese Erfahrung auch auf das Konsortialkreditgeschäft zu übertragen. Die CAG ist ein großer, sehr, sehr professioneller Leasingkunde, der auch sehr bekannt ist. Und damit hatte diese Transaktion dann auch eine sehr, sehr breite Resonanz, was mich besonders gefreut hat. Die Idee, insbesondere den Sparkassen hier alle Produkte über ein einheitliches Medium anzubieten, die hat natürlich durchaus ihren Charme und macht ja auch Sinn. Die ganze Finanzierung haben wir innerhalb von gut 4 Wochen umgesetzt, was auch ein echt straffer Zeitplan war, und haben ein Sparkassenkonsortium mit 27 Instituten aus 9 Bundesländern zusammengestellt und damit eine der größten Transaktionen, die wir bislang für eine Leasinggesellschaft gemeinsam mit Sparkassen umgesetzt haben, hier erfolgreich über die Bühne gebracht. Ja, zur Transaktion kann ich eigentlich nur sagen, Daumen hoch. Also das hat wunderbar geklappt. VC Trade als Plattform fand ich auch sehr angenehm, vor allem sehr übersichtlich. Also nicht nur der Zugriff auf die Daten hat uns den Arbeitsprozess wesentlich erleichtert, sondern eben es wurde durch VC Trade der komplette Arbeitsprozess von der Einladung bis zum Fixing sehr gut begleitet und sehr strukturiert, vor allem, sodass wir dann auch mit der Zeit, mit der sportlichen Zeit von 4 Wochen, von der Einladung bis zum Fixing, auch gut klargekommen sind. Die Plattform hat auf jeden Fall Potenzial, um auch künftig als Medium für die Sparkassenwelt und Landesbankenwelt zur Strukturierung von Konsortialfinanzierung eben weiter ausgebaut zu werden. Also durchaus kann ich mir auch vorstellen, wenn wir selbst mal eine Finanzierung haben, die wir selbst syndizieren, weil wir die Finanzierung unsere Mittel übersteigen würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann auch VC Trade nutzen würden. Wir sind froh, mit VC Trade in regem Austausch zu stehen, um Themen, die wir haben, Themen, die die Sparkassen haben, an den Plattformbetreiber weitergeben zu können, die aufgenommen werden, die behoben werden, sodass wir in Zukunft nicht nur die Plattform mit oder weiterentwickelt haben, sondern eben auch reibungslos künftige Transaktionen über VC Trade abschließen können. Nochmal herzlichen Dank auch an Rückmeldungen der Sparkassen als Nutzer. Es ist sehr wichtig, dass VC Trade ein effizientes Tool ist für die Distribution von Transaktionen, von Konsortialkrediten an Sparkassen. Und darum sind diese Rückmeldungen für uns extrem wichtig. Das Ziel ist ja eindeutig, dass wir noch mehr Transaktionen über VC Trade an Sparkassen syndizieren. Wir haben da auch schon Transaktionen im Blick natürlich. Ich weiß auch, dass die Kollegen aus dem Immobilienbereich an Transaktionen arbeiten. Ich freue mich auf die nächsten Transaktionen mit Ihnen und mit VC Trade.